Hallo zusammen, wir sind auf Morcheljagd, Conny und ich, auf 1700 Metern. Und ich glaube, wir haben eine gefunden. Konstantin hat eine super schöne Morchel gefunden. Ja, und hier hat es wieder eine. Das ist einfach unglaublich und das auf 1700 Meter. Und hier im Wald innen, auf dem Stein, da hat es auch wieder eine. Wirklich super schön. Und hier schon wieder eine. Wunderschön, wie die hier jetzt wachsen. Speziell, ja, hier speziell. Schon wieder. Wahnsinn. Und hier auch schon wieder. Und jetzt weiter. Oh, das ist ja Wahnsinn. Konstantin hat eine Riesenmorchel gefunden. Das ist einfach unglaublich, wie schön. Ja, Konstantin hat Freude. Geil. Ist einfach geil. Schon mal oben da. Und nicht weit von der hat es schon wieder eine. Das ist unglaublich, so schöne. Und hier, den Wanderweg entlang, hat es schon wieder eine. Unglaublich. Hier hat es noch Schnee und schaut mal her, was wir hier gefunden haben. Das ist einfach unglaublich. Wirklich zwei sehr schöne Morcheln und das wirklich nahe dem Schnee. Schöner geht ja nicht. Wahnsinn, diese schöne Morcheln. Ja, und hier hat es noch eine Lorchel und nicht weit davon, was sehe ich da? Schon wieder eine Morchel. Das ist doch wunderbar. Und hier wieder wunderbar eine sehr schöne Morchel. Und wieder schöne Morcheln. Ja, da hat es wirklich viele. Um den Ameisenhaufen herum und hier auch. Und ja, hier, das ist ja eine wahnsinns schöne Morchel. Unglaublich. Ja, die hat Konstantin gefunden. Das ist der Hammer. Ja, das sind wirklich wunderschöne Morcheln, die wir hier gefunden haben. Und das ist unter Fichte auf 1700 Meter. Sehr schön. Krass. Geil. Guckt euch die an. Hammer. Ja, hier hat es wirklich sehr viele Spitzmorcheln. Das ist unglaublich. Und hier. Und hier, ja, hier auch wieder. Und dann geht es weiter. Hier wieder. Eine riesige. Ja, jetzt haben wir schon schöne gefunden. Und hier wieder. Und dann diese hier. Und hier hat es auch noch eine. Das ist ja unglaublich, so viele. Hier hat es wirklich sehr schöne Bergblumen. Das ist der Enzian, der ist geschützt. Wirklich sehr viele hat es. Wunderbar. Ja, wir haben wirklich sehr schöne Morcheln gefunden. Conny hat wieder extrem viel Glück gehabt. Und wenn man hier weitergeht, das ist ja Wahnsinn. Hier schon wieder eine. Einfach Traum. Schon wieder eine. Ein riesen Glück hat er gehabt. Und die sind wirklich groß. Und hier auch schon wieder. Und hier auch. Ja, es ist unglaublich. Ja, und wir haben wirklich viele gefunden. Super schön. Konstantin und ich haben wunderbare Morcheln gefunden. Und hier noch ein violetter Rötelritterling, der Lepista nuda auf Lateinisch. Genau. Wunderbare Pilze.